Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu einem Let's Play mit den Fallout Legends in New World. Ich möchte recht herzlich begrüßen den Herbert Icke. Hallo. Hier steht er natürlich recht Herbert aus Wien. Dann haben wir den Harry Hako. Hallo. Der Nexana 82. Hallo. Und der Lexi. Hallöchen. Mit denen ich schon öfter Nachtschichten gemacht habe. Ja, und wie gesagt, wir sind hier auch in einem Marathon. Wir sind hier mittlerweile heute beim 12. Video. Das ist jetzt Nummer 13, was ich gerade aufnehme. Also, überleg dir das mal, Lexi. Wie viele Stunden? Du hast fast 6 Stunden. Wochen Material. Ich habe fast 2 Wochen Material, das meine ich ja. Wow. So, was ist das da hinten? Da kriegen wir bestimmt Haue. Ich werde da mal hingehen. Ob das gesund ist? Ich gehe da hin. Oh, hier ist dunkel. Wenn ich da hingehe. Dieses komische Nest? Ne, Königsfeld. Nest? Ich gucke. Ja, du bist einem Spinnennest. So ein verderbtes Portal. Empfohlene Stufe 25. Hau rein. Und tschüss. Da war ich nämlich eben auch. Ah, ein Glück. Ich habe da nur noch auf der Karte geguckt. Ich so, oh, nee. Das ist das Gebiet der Blood Company, ist das. Das ist ein schöner Lebensstart, wirklich. Was haben wir denn? Wir müssen uns auch mal umgucken nach einem Gebiet irgendwie. Oh, da hat er eben einen kleinen Ruckler gehabt hier. Wer geht mal raus von euch und guckt mal, wie lange man noch warten muss? Wir werden nie rausgehen. Nie. Wir werden dauernd. Ich lasse den Rechner an. Ich wachse hier schon auf dem Stuhl fest. Ich wollte noch was durchlesen bei dem anderen. Oh, hier kommst du auch manchmal gar nicht zum Lesen. Ich lese, aber ich habe die ganzen Geschichten alle in den Tagebüchern. Ich werde sie alle lesen. Stufe 25. Das dauert aber noch ein bisschen. Ja, ein Level noch, ne? Ein halben. Okay. Essen, das hört sich mal so an, als wenn ein Apfel ist, ne? Was ist das denn da hinten? Eine Schlange aus dem Boden? Das ist bestimmt auch gefährlich, ne? Nein. Oh. Nee, das muss ich glaube ich nicht haben. Hier gibt's Haue. Ich muss aber in die Richtung. Ich muss aber daran vorbei. Geh doch Wasser lang. Du warst ja da auch schon längst, ne? Ich bin aber neugierig. Oh, dann geh doch halt gucken. Ich bin so ein Schisser, ich baue jetzt überall ein Zelt. Ja, gut, wenn man es halt kann, ne? Ja, das ist auch, natürlich. Naja, du bist schon so weit gekommen, weißt du, denn... Ja gut, und das Zelt hat ja eine Reichweite von 500 Metern, also doch schon einiges. Das wollte ich gerade sagen. Das ist die Brücke. Also benutzen wir mal die Brücke hier. Wir wollen uns hier alles angucken. Was haben wir denn hier noch? Ey, was ist denn das? Ist das ein Camp? Nee, ne? Ich
muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Musik auch so beruhigend, die hier so im Hintergrund läuft. Und das ist, mir gefällt das alles. Mhm. Ein bisschen Klassikmusik finde ich genial. Dachten mit ihr schon. Was denn hier? Halbplass, Harplass gehöft, Landmarke kartiert. Harry Harko ist noch 2,5 Kilogramm von mir weg, Kilometer. Was ist das hier? Die krieg ich bestimmt auch Haue, ne? Wie erkennt man da, welche Stufe das ist? 12, ach yeah. Die machen wir alle fertig hier. Yeah, das ist aber sehr matschig und ekelhaft hier, ne? Aha. Aufrüstung verfügbar. Kann man hier irgendwas machen? Die kraucht aber eben eine auf dem Boden. Diese Kugeln sind ja auch interessant hier. Ah, hinter mir! Oh, diese Skelette, die können wir ja nicht tun, ey. Ich will mir wegjoinen. Ich hab nichts mehr zu essen. Jetzt bin ich wieder gesund. Hier! Es gab ein paar Punkte jetzt eben, die waren gar nicht mal so schlecht. Ich bin in die falsche Richtung, weil ich mich wieder ablenken ließe. So, jetzt braucht bloß noch der Spruch von Nexana kommen. Warum tust du das denn? So was würde ich nie sagen. Schrein des Einsiedlers. Ah! Was ist das denn hier? Bison? Von dem habe ich keine Punkte gekriegt. Den haben sie wachsen lassen und dann haben wir den gekillt, den Armen. Was ist denn hier für ein Gewusel? Normal sind alle am Angeln. Wieso warst du hier auch schon oder bist du jetzt gerade hier? Ich war da schon. Nexana, mit dir Spiele spielen ist einfach eine Wonne. So, Also, selbstverständlich war ich da noch nicht. Was ist denn da Tolles? Aha, Verbrauchsgegenstände. So, wo ist das Hübschen hier? Da, nee, Sandsalz. Warte mal, ich muss Kochkunst. Was haben wir hier? Wasser, dunkles Fleisch. Ich muss mir was zu essen machen. Oh, Feuer. Nett gemacht. So, jetzt muss ich hier hin. Was soll ich hier überhaupt? Ich soll hier Schrein des Einsiedlers. Und ich soll hier was machen? Oh, hier Gebietsbelohnung. Königsberg ist hier, komm. Hier Kriegshammer, den werden wir jetzt mal aufwerten. Und zwar. Unbezwingbar. Ah, das ist gut. Das habe ich schon gedacht in der Beta. Ah, ja, das wird da richtig böse. Mit dem Hämmerchen, der Kleine. So, was wollen wir jetzt hier überhaupt? Wir sollen hier... Ach ja, wir sind ja schon wieder so weit. Ich muss mit Jonas Alzar sprechen. Jonas, wo ist Jonas?
Hier, Jonas steht bestimmt hier rum, ne? Weil die hier alle rumstehen. Bam. Fuck mit dir, Geist. Wolfi! Komm her. Ich will dich noch nicht kennenlernen. Doch. Ein Name. Oh ja. Damit wollen die Leute ihrer Vergänglichkeit etwas Unvergängliches abbringen. Kann ich irgend so normal mein Zeug verkaufen? Jonas genannt. Jonas, der irre Wanderer, der Halbverlorene. So nennt man mich. Ja? Kannst du das verkaufen? Wenn die Zeit den Tod einmal so oft entlangt ist. Das wirkt so, als würde ich es nur an Spieler verkaufen oder sowas. Nein, nein, du kannst es direkt am Handelsposten verkaufen. Oder sie werden besudelt mit Schmerz und Verderbnis. Ah, da unten steht verkaufen. Habt ihr das gehört, meine Fischlein? Man muss doch mal gucken, dass die noch immer... Verderbnis. Niemand will darüber reden, auch ich nicht. Reparaturteile hat. Die kriegst ja von Waffen und Rüstungen zerlegt. Im Gegensatz, was ist denn das für ein komisches Portal hier? Die Verderbten kämpfen. Diesen Turm, dieses, was wie ein Wasserfall aussieht. Achso, ja, das ist von der Quest, da muss dann nachher rein. Ah, aber ich habe gerade ein paar Typen gesehen, die da drin verschwunden sind. Oh nein! Unsterbliche in diesem da Fall. Doch diese Nacht sind mysteriös. Fort. Vergessen. Vielleicht erinnern sich die Stadt. Versuch's mal da. Geh einfach. Die Fischer und ich diskutieren über Literatur. So, jetzt habe ich jede Menge Hanf. Das ist Jonas, der Hermit. Was brauchst du denn? Wofür brauchst du Hanf? Erklär mal. Für die Tasche. Die Angel brauchst du da auch, um für das Faserzeug. Wie kann man nicht kochen hier an dieser Kochstelle? Warum kann ich hier nicht kochen? Ich will gerade ein Teil verkaufen und jetzt läuft der Kreis. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, du kannst das nur zum Verkauf erstmal anbieten. Also das kannst du nicht verkaufen einfach und dann kriegst du gleich die Kohle. Sondern das wird erstmal da, so, du machst erstmal so eine Art Vertrag da. Also als wenn du das so in Kommission gibst oder so ähnlich. Aber ich stelle das jetzt nicht wie in ein Aktionshaus rein. Doch, das ist quasi sowas. Genau sowas ist es. Wenn du Sachen so zum Beispiel zerlegst, ich sag mal als Beispiel, ich habe jetzt hier eine Beil des Priesters, das will ich jetzt zerlegen, dann bekomme ich ein Reparaturteil und 0,25 Taler. Also ich kann es nicht einfach an irgendeinen x-beliebigen Händler verkaufen. Ich glaube nicht, ne. Also so einfach nicht. Oh, ich habe den Level erreicht, geil. Was hast du erreicht? Gleich den nächsten Level. Mit welchem Level bist du denn? 12,9 sozusagen. Ich bin 12,1 oder so. Ich bin ganz leise. Du bist schon 14, ne? Das überprüfen wir gleich mal hier bei Nexana. Ich geh mal ganz leicht raus, oder? Nexana, warte mal, hier ist der Lexi. Ist Nexana 13, ne? 13,14 bald gleich. Oder? Eiern, denn. Boom, schön. Das ist ein Partymantel noch, sozusagen. Ich will noch 4233 für die Stufe 14. Und wie kann ich Sachen zerlegen? Wenn du auf zum Beispiel auf die Waffe, dann drückst du die Taste S und dann steht da zerlegen quasi. Und dann klickst du einmal mit der linken Maustaste auf die Waffe. Und von diesen Sachen zerlegen bekommst du auch dieses Azot, was du zum Beispiel brauchst, um der Azot kann für Schnellreise zwischen Schrein und Siedlungen sowie zum Herstellen hochwertiger Gegenstände verwendet werden. Davon kannst du aber nur 1000
maximal haben. Genau wie diese Reparaturteile, die dann halt maximal 2000. Bei mir gerade nur 17 Frames, verstehe ich nicht. Nexana ist hier genau an meinem Ort. Lexi ist weit weg. Und Herbert ist 1,7 Kilometer und Lexi ist 2,27 weg. So. Jetzt müssen wir erstmal ausrüsten. Und zwar den Traktor. Oh ja, das machen wir jetzt. Durchsuche die Ruinen von Aljot nach Hinweisen zur Vergangenheit der Einsiedler. Hafas gehört? Wo sind die Ruinen von Aljot? Windkreisdörfchen, da ist das nicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ob man hier irgendwie sowas kontrolliert von die Marodeure, also, aber das ist nachher, glaube ich, PvP, ne, wenn man dann sich dann irgendwie sowas aneignet, ne? Delta Kompanie, guck mal, die Delta Kompanie. Das Bündnis. So, gut. Wo erscheint denn das Kompaniewappen überhaupt? Gute Frage. Gute Frage. Sag mal, Alexander, wo bist du eigentlich? In der Stadt.
Fenster. Wieder weit weg von mir, ja? Ja, wahrscheinlich. Ich bin gerade rein, dass ein Führer eine Schnellreise, das haben wir durch. Und jetzt müssen wir. Besuche die Ruinen von Aldor. Alte Steine. Damit haben wir lang. Wie weit ist denn das weg? 1, was? Alles klar. Das Zeltlager ist so weit entfernt. Oh oh, ich habe wohl gerade einen Fehler gemacht. Wieso? Ich habe mir vorgenommen, durch den See zu laufen, aber das wird nicht. Man doch nicht. Ich dachte, das war nicht so weit. Ich werde mal auch wieder zurückreisen. Ja, ich weiß. Ich reise ja jetzt nicht freiwillig zurück. Lexi, du musst. Okay, Lexane? Du bist doch jetzt wieder im Erfall, ne? So. Und du musst mir mal sagen. Ach, das haben die. Der hat sich auch einen Löwenkopf darüber gesetzt. Das ist das Kompaniewappen dann. Also, du rennst dann praktisch. Also, ich sehe das wohl selber nicht, aber die anderen sehen mich dann halt praktisch mit diesem Wappen, was wir haben, oder was, ne? Mhm. Das solltest du mir mal sagen. Du hast ein Kriegerwappen, ja, das sehe ich auch auf deinem Profilbild in der Freundesliste. Ja, ich sehe das nämlich nicht. Bei mir müsstest du es eigentlich sehen dann. Ah, jetzt habe ich hier dieses Wappen. Lexi hat das Wappen, genau. Nexana hat das Wappen, Herbert noch nicht. Harry noch nicht, das wissen wir aber nicht. Aha. Alles klar. Dann Kriegsübersicht, da gucke ich mal in die Kriegsübersicht, den kann ich. Wollte ich auch noch reingucken, das ist noch so, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen alte Ruinen müssen wir jetzt untersuchen. Das mit dem Zelt ist genial. So, für die Tasche brauche ich noch zweimal Eisenbarren. Der ist schon wieder beim Basteln. Der ist schon wieder beim Workern. Der ist schon wieder. Mhm. Sag mal, wie repariere ich jetzt mein Schwert, verdammt nochmal? Vielleicht ist das ja auch so ein Anfängerschwert, das man nicht reparieren kann. Genau. Sag das doch. Das kann sein. War so gut. Was schreit denn da? Oh nee, sag jetzt nicht, dass das da hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen wieder ist. Was? Nein! Harry, was ist los, Alter? Alles gut bei dir? Was ist hier und dieses komische Gasthaus an mir? Aha, guck mal. Guten Tag. Wo komme ich da denn hoch? Und wenn ja. Sehr schön. Jawohl. Wie komme ich nicht hoch? Komm ich doch nicht hoch hier. Der Weg scheint nicht richtig zu sein. Es hört sich immer an, als wenn er sich so umdreht und bewegt, als wenn er so ein paar Bretter auf den Schultern hat, ne? Manchmal. Seine ganze Ausrüstung, die nämlich klappert. Muss mich schwer tragen, der Gute. Ja.
Hilfe. Wir hätten auch anders gehen können, ne? Aber ich brauche das jetzt nicht. Das wäre zu einfach gewesen. Ich muss doch da hinten rum. Oh, der Weg ist erstmal richtig. Was? Ein Schaf? Ich hab's gewusst. Schaf. Das ist ein Schaf. Komm her hier! Bleibst du hier? Ja. Oh, bleib hier, Schaf! Dich brauche ich noch! Was ist denn das, die Position? Ja, ich hab's endlich geschafft. Hör doch auf, ey! Lexi, das zweite habe ich dann. Hab einfach nur, weil es mich angerammelt hat hier. Mäh. Ah, mäh. Schön. Holt ja auch mal Zeit, ne? Ja, aber das fehlt mir immer noch eins. Hier, das spawnt hier nochmal neu oder was? In einer Viertelstunde? Da. Nee, doch nicht. Wir sind schon wieder beim Bäume fällen. Die muss aufpassen, ey. Ein Gewusel. Hier haben wir doch schon, hier haben wir doch schon gehauen, ne? So. Haben wir hier heute schon? Spawnt hier gerade so ein Gruselgrusel hier. Eieiei. Wohlstand gefunden bei Brachhügel Bauernhof. Heute ist ein finsterer Tag für den Brachhügel Bauernhof. Bauer Paulson ist zum Hut. Ah, das hatten wir schon. Haben wir schon gelesen, ne? Haben wir doch schon gehabt. Haben wir. Hat er sich nicht verstaubt hier. Da hinten sind die Ruinen hier. Die Druiden, wollte ich mal sagen. Ich glaube, das ist nicht. Wir sind schon wieder bei 27 Minuten. Voller auf. Was ist los hier mit dem Spiel? Lexi, sag mir das mal. Ich habe keine Ahnung. Die Zeit vergeht einfach zu schnell. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Na klar. Stein fehlt mir noch. Natürlich. Wer hätte die Wahl? Dort oben gesagt. Was? Nochmal Holz. Oh, der auf hier. Sehr weit weg. Ja, Harry, du bist ganz schön weit weg im Moment. Aber irgendwann treffen wir uns mal wieder. Den Charakter noch gar nicht gesehen. Bitte? Nein. Meinen hast du noch nicht gesehen? Nee, meinen hast du noch nicht gesehen. Nee. Das hast du wieder was Schönes ausgedacht. Kleine. Du hast doch wieder eine Fallout-Mieze, ne? Klein, hab so. Die kommt vielleicht noch. Muss mal sehen, ob ich jetzt den Charakter wieder löschen. Vielleicht noch mal eine Mieze. Mal sehen. So, ist das jetzt hier richtig? Harry ist böse, bitte. Aliot, Landmarke, das ist das. Hier, Aliot. Du bist, kann man doch schön Wege machen, ne? Hast du das gesehen schon, Herr? Ja. Das geht auch. Ja, weil.
alte Öffel erstmal hier bleiben. Hier steht ja eine Abgabe bereit ab. Aufgabe. Skelette am Boden, die Chris aber schwierig finde ich. Ein Flachbogen hab ich. Whatever. Ich soll Ruinen. Was soll ich denn hier untersuchen? Alles? Alles sehen. Was müssen wir jetzt hier untersuchen? Drin. Gut. Ich möchte mal wissen, wo meine Muskete ist, ey. Ach, hier. Wollte ich gar nicht. Der liegt schon wieder immer drin. Das hier war arg. Was passiert da, wenn man das dort auslockt? Ne? Da liegen die. Da liegt der Körper in der Welt rum. Vor allem komplett. Nachher, aber. Aber du kannst auch sterben da noch. Also das verschwindet dann auch, ne? Der Körper kann sterben? Nein. Der bleibt liegen. Wenn die liegen, irgendwann verschwinden die. Also dann, das ist nur das Auslauf-Symbol. Also wenn die sich hinlegen, dann heißt das, der hat sich ausgelockt. Genau. Das ist wie beim GTA, wenn der Charakter, wenn sich da auslockt, rennt er weg. Der alte Mann weiß... Ja, oder sagen wir es so, oder läuft weg. Durchsuche die Ruinen von Aliot nach Hinweisen zur Vergangenheit. Okay. Auch bleibt da liegen und dann zwar, bis du dich wieder einloggst, dann bist du wieder in dem Körper wieder. Das ist echt lustig. Hammer können ausgestattet. Na, siehst du, das ist ja schon mal besser. Ich bin jetzt bei den Ruinen. Wieso finde ich jetzt hier nicht, was ich suchen will? Das Geschrei ist der Hammer.
Hier muss irgendwas. Kann ja so eben sein. Was ist denn das hier? Ich renne hier schon wieder zigmal rum und finde. Den Hammer wieder ein bisschen aufpeppen. Mächtiger Hammer. Finde ich jetzt bei Minute 38. Okay. Ja, Leute. Beim nächsten Mal mehr und ich wünsche euch dann noch viel Spaß bei den nächsten Videos und verabschiede mich. Ich bin auch ein wenig durcheinander und durchgedreht. Eure Fallout Legends und euer Quincy, der Lexi geht hier auch schon.